her, die Weltbetrachtung, schau, diesen Rahmen, der Rahmen wurde mir geschenkt und da habe ich dieses Bild da reingemalt, wo ich aber irgendwie gefällt mir das nicht mehr, das, die Vorderseite, welche Seite des Lebens gefällt einem denn? So, zum Beispiel, das ist der Ukraine-Krieg, so irgendwie, das arme Volk, so, ja, das arme Volk wird irgendwie von einem Herrn Putin, der lieber Put outen soll, drangsaliert. Also ich mache gerade, die Ringe mache gerade Weltbetrachtung her. Schau mal, also, ja da, schau mal her, da, diese, ich nehme jetzt die Rückseite von dem Dings, weil das gefällt mir so toll, man. Also da mache ich, ich weiß auch nicht, was habe ich denn da, wie, das da gefällt mir eigentlich doch, diese Seite. Ja, aber es ist die Seite abstrakt und doch ein Tier. Ja, ach, ich weiß auch nicht, na schau mal, irgendwie. Wo habe ich denn? Ah ja, da. Schau, ich habe also diese schöne alte Maschine. Da. Die habe ich noch aus den Zeiten meiner Steuergehilfenzeit. So im. Ja, so hat man früher zusammen addiert. Ja, so. Ja. Das, diese Maschine hat natürlich. Einen antiquarischen Wert. Schau da, ja, halt. Na, Kamera, bleib stehen. Die Kamera, halt, ja, da, schau her. Was haben wir da? Ja, da kann ich das wieder auf Null, könnt ihr das wieder auf Null stellen. Ah. Wie funktionieren die? Ah. Ja. So haben wir jetzt schon früher. Oh, früher haben wir das. Schauen wir mal. Ah. So. Da hat man früher damit addiert. Ach ja, das habe ich aus der. Zeit noch mit hinübergerettet, so als ich damals vor über 50 Jahren so den Steuergehilfenjob machte, gemacht habe, also das war, da hatte ich ganz nette Chefs, also wunderbare Chefs, die waren alle sehr, sehr nett, also die habe ich mit, aber die Arbeit, die Steuergehilfenarbeit war wirklich. Also, Freunde, wo ist denn das? Wo haben wir denn? Jetzt brauche ich schnell eine Tasche und hoch ein Tempo. Tempo oder Tempo Nationale. Wo ist jetzt da? Dieses Tempo ist irgendwie. So. Schauen wir mal. Wo ist denn jetzt die andere Kamera? Meine blaue Kamera, meine. Wasserkamera. Das ist. Tja, da ist. So. Ja. Ja. Also.
was male ich da drauf? Aha. Ja. Die Kamera. Ich glaube, die muss, da muss ich noch weiter zurückschauen. Da muss ich ja so weit her. Also in meiner Malküche, liebe Zuschauer, liebe Kunstfreunde. Tja. Die Welt. Schau, was ist die Welt? Schau mal. Und, so schwarz realistisch muss ich sie malen. Wenn ich es jetzt so beleuchte, wie schaut es da aus? So, genau. Von dieser Seite. Und wie sehe ich die Welt? Also, ja, wie sieht man die Welt? Wie siehst du, wie sehen wir die Welt? Warte mal, da mal schauen. Tausend Brillen, also ich habe mal meine zwei grauen Stare also da richten lassen. Moment, und jetzt, wir sehen jetzt die Welt. Muss ich so nah ran mit der Brille. Und warte mal, das da sehe ich, das sehe ich ja so klarer. Oh Mann. Ich denke, ich muss jetzt da. Wie heißt jetzt der Film? Ja, was will ich oder was? Wie sehe ich die Welt? Ja, schau her da. Ich habe so viele Bilder gemacht, also viele Gemälde und Fotos, ach, Millionen werden es sein. Der meiner Weltbetrachtung, wenn man so umschaut. Ich bräuchte mal einen Verlag, der Interesse hat, mir da ja, mein bildnerisches Werk zu zeigen. Ich habe, ich kann mir also ein Buch so nicht leisten. Es wäre schön, wenn er mal eins leisten könnte wieder. Wo habe ich es denn? Der Rudolf Hausner, ach verdammt, wo habe ich es denn? Schande. So her, Ivan Albright, ja. Das ist, wir stehen ja alle auf den Schultern so unserer Ahnen. Ivan Albright. Schau, das ist ein amerikanischer Maler, den ich sehr verehre. Der hat einen Fensterrahmen gemalt. Oder eine Tür, schau, eine Türe. Da. Ja, schau. Schau mal. Ja. Ja, so, ja. Ja, die Türe gemacht hat, also voller Details und alt, morbide und das ist sogar, glaube ich, zur Inspiration hat er sich Rahmen bauen lassen und jetzt bin ich in meinem Musikraum, ja, beschäftige mich unter anderem mit Kafka und seinem, ja, und seinem Ende und seinem Leben. So hat er ausgeschaut, der Kafka. Er wollte das Lebenswerk, ein Teil seines Lebenswerkes, wollte er ja vernichtet sehen. Aber Gott sei Dank hat sein Freund, der Max Brod, ihm diesen Wunsch nicht erfüllt. Das ist ganz gut. Also, ja, die Frage immer. Ach Gott sei Dank. Na, Mist.
Was hinterlässt man, wenn man gegangen ist oder wenn man gehen muss? Ich bin ja jetzt fortschreitenden Alter. Wo sind meine Augen? Wischer. Ja. Oh, ja. Tja, was ist die Welt? Was so vieles, ja. Musik und Malerei ist es für mich da oben. Habe ich Schallplatten, Juwelen sind es hier. Der Dizzy Gillespie, den ist ein Gemälde. Er war in Burghausnacht, das war faszinierend. Ich habe ihn live erleben dürfen. Anschließend im Jazzclub, privat so. Und er wollte, er hat seinen Fisch gegessen damals. Und ich saß neben ihm und dann isst er. Und dann hat er mit der Wirtin gesprochen vom Jazzclub. Und alle wollten, dass Dizzy Gillespie spielt mit einem Instrument so in der Session, aber der wollte das nicht. Er hat abgespült, nicht gespielt, weil er hat der Wirtin geholfen und hat die Menschen bedient, hat sie geprüft, ob sie die Tonart kennen, die Tonart von einem Glas, bumm, jetzt habe ich keins da. Ja, und da, aber ich komme wieder zu Kafka. Was ist mit Kafka? Freilich, waren Sie nicht auch mit Josephine stumm? War Ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran sein? Ich bin Ende oder Anfang. Ja, ja, die sind alle Ende und Anfang zugleich. Ende und Anfang. Oder Anfang und Ende. Ich meine, schau euch diese. Schau mal, was habe ich denn noch? Ja, Ladies and Gentlemen, was haben wir denn da? Schau, das ist ja ein Selbstbildnis. Eine Verfremdung. Das ist eine Photoshop-Bearbeitung eines Selbstbildnisses. Das ist eines Schnappschusses von mir. Ja. Was haben wir denn noch? Ich bin Anfang und Ende. Anfang, was haben wir denn Anfang? Ach, der Akku ist auch schon wieder leer. Bald auf der Kamera. Muss ich schnell damit da einschalten. Vielleicht so. Mist. So, wir sind. Was sind wir denn? Anfang und Ende. Ende und Anfang und. Ja. Und was sind wir denn? Zum Beispiel der Putin. Was ist er denn, der Putin? Ja. Oh, er ist ein lebensgefährlicher Mensch. Ja, halt das schon. Ja, was haben wir denn? Da haben wir den Ständer. Den Ständer, den haben wir darüber. Der ist da. Die Ewigkeit jetzt am Schnitt daher. Und lass dann anschließend vielleicht meinen täglichen Jimmy Hendrix mal wieder in mir und aus mir raus. Und da habe ich ja auch Möglichkeiten mit dem Klang. Was habe ich denn? Jetzt. Ja, das muss ich mir nochmal neu
anschalten. Ah ja, doch.